Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Ich bin hier mit dem Sveger zusammen auf Klippe im Tigerkäfig. Hallöchen. Ihr seht schon, wir haben drei Tiger, die Gegner haben zwei Tiger. Ganz schön viele Raubkatzen hier unterwegs. Ja, arbeitest vielleicht an deinem Großwildjäger, ne? Ja. Wäre doch witzig, wenn das eine Auszeichnung wäre, oder? Das ist eine Auszeichnung. Echt? Ja. Leopard, Panther, Tiger und so weiter musst du abschießen, dann kriegst du Großwildjäger. Löwe. Löwe, genau. Finde ich witzig. Kleintierjäger für die Maus gibt's aber nicht. Musst du dich einfach nur hinstellen und klapp machen. Ja. Falle klapp für Krautier klein. Aber in dem Fall wäre das Krautier groß, oder? Verflucht groß. Jetzt stell dir mal eine echte Maus vor, die 100 Tonnen wiegt. Ja, vor allem wenn ich mir überlege, wie schnell eine Maus ist. Mit 100 Tonnen prescht die durch die Gegend. Das würde Städte zum Einsturz bringen. Ja. Ich bin hier ganz alleine. Hallo. Ich würde ja zu dir kommen. Mache ich aber nicht. Ich schaue hier mal ums Eck. Weißt du was, ich glaube, da zu dir wird gar nicht so viel kommen, weil da hinten ist KV-85. Ich fahre dann, wo der VK-3002 hinfährt. Bei dir kommt aber eine Su. Also eine von unseren. Bei mir kommt ein IS. Der IS? Der gesamte islamische Staat? Ja, der kommt hier angerollt. Wahrscheinlich auch voll der Flachwitz in WOT, ne? Ja, ist wahrscheinlich schon. Und pam. Na gut, ich drehe mich doch in deine Richtung. Ach, jetzt! Ja, jetzt. Ich meine, da wo du stehst, kannst du auch besser den Canyon verteidigen, als irgendwas anderes zu machen. Ups, ich könnte ja mal zu dir schalten. Dann können die Leute mal sehen, wie es aussieht, wenn jemand feige hinten rumsteht. Ich frage mich, was das Ausrufezeichen unter deinem Lebenspunktbalken bedeutet. Ich habe ein Ausrufezeichen unter meinem... Ja. Aha. Aha. Achtung heißt das. Achtung. Ja, jetzt ist aber auch Tiger, Tiger und so, ne? Das ist immer irgendwie, egal wo ich hinfahre hier, ich bin nutzlos. Ja, ne? Wie im richtigen Leben. Ja, egal wo ich hinfahre, ne? Ja, egal wo du hinfährst, du bist nutzlos. Fährst zur Arbeit, dann machen sie schon alle. Oh. Ne? Der fährst zu Freunden, machen die alle. Oh. Fahr ich im Kreis. Machen sie alle. Oh. Dann denkst du, kann ich schlimmer werden, fährst nach Hause. Oh. Kommt er da auch. Oh. Unser Crusader ist im Gefecht verloren. Interessant. Jetzt krachen wir aber gleich mal an, ja? Wir gewinnen das Gefecht, ja. Wo kommt man denn bei diesem scheiß Panzer durch? AT-15A, 203mm Frontpanzerung. Du kannst Moment, oben die Turmluke versuchen. Sollte das die Schwachstelle sein, die du mir nennen wolltest? Siehst du, hast du was gefunden? Das stimmt. Ja, diese ekelhaften ATs, die gehen ja, glaube ich, mit AT-8 oder sowas los, mit Tier 5, die haben 203mm Frontpanzerung. Das ist widerlich, das ist richtig widerlich. Und ich glaube auch 101mm Seiten- und Heckpanzerung. Unsere Tiger machen das da hinten nicht, ne? Ich weiß das nicht. Also eigentlich sieht es ja sehr gut aus für uns. Wo ist denn der IS? Ist der da noch mit bei? Ja, würde ich behaupten. Ja, da ist er. Den gerade. Ach, da. Ja, kannst du auch nicht sehen, bist ja auch nutzlos. Oh. Genau. Mein Selbst die Gott, Steine Walter. Neben dir sagen gerade. Mein Gott, Walter. Ja. Kennt das noch jemand? Dim, 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 dim,
Wieder nur einmal Schaden gemacht. Ne? Das ist auch zum Mäusemelken. Ich glaube, das ist einmal mehr, als ich gemacht habe. Mäusemelken? Ich habe noch nie eine Maus gemolken. Boah. Boah. Ich bin so stolz auf dich. Ja, ich habe null Schaden angerichtet. Meine gesamte Leistung war, ich bin einem IS begegnet. Aber der T25-2, was auch immer das für ein Panzer ist, 2070, schon nicht schlecht. Ne? Oh, der Tiger peert ja noch mehr. T25-2 ist ein TD. Ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Tschüss. Hans DD.